Ich habe keine Ahnung, warum mir Techno noch Spaß macht. Es ist alles so schlimm. Ich würde viel lieber wirklich arbeiten gehen. Mal einen richtigen, vernünftigen Job machen. Nicht mal dieses dauernde Bum, Bum, Bum. Es wird ja gesagt, es ist kein Techno mehr, was ich mache. Jedenfalls, was so allgemein unter Techno verstanden wird. Und für mich ist natürlich Techno, aber ja, warum nicht? Warum kein Techno? Ich mache meine eigene Musik, die mir gefällt. Und das ist meine Art und Weise, mit Techno zu leben und das interessant für mich zu halten. Meine Musik machen, die mir gefällt. Und die fällt eindeutig unter den Begriff Techno. Die Definition vom Sound entwickelt sich ja irgendwie und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man vielleicht denkt, dass man das erreicht hat, diesen Sound, dieses Gefühl. Und ich glaube schon, dass durch mein unverändertes Studio-Setup, dass ich mittlerweile weiß, wenn das so zu Hause klingt, weiß ich, wie es auch auf anderen Anlagen klingt. Und von daher würde ich schon sagen, dass ich meinem Gehör mittlerweile vertrauen kann und auch den Sound, den ich zu Hause haben will, machen kann und der auch so steht am Ende. Kompromisse sind für den Arsch. Nein. Nee, Kompromisse. Na doch, klar. Aber nicht beim Musikmachen. Musik ist das Herz und da gibt es keine Kompromisse. Eigenartigerweise ist irgendwie im Techno nicht mehr das große Interesse da für Live-Acts. Und meine Bookings bestehen zu 80% aus DJ-Bookings mittlerweile. Am Anfang hatte ich immer Probleme, mich als DJ irgendwie anzubiedern oder so und zu sagen, dass ich auch mal als DJ gerne spielen wollte oder so. Und mittlerweile ist es, jetzt ist es so, dass das mit dem Video erst wieder ein bisschen angeschoben werden muss. Und deswegen habe ich auch zusammen mit den Transformern hier aus Berlin dieses Projekt gestartet, die zu meinem neuen Album die Visuals gemacht haben. Und das ist wirklich auch so ein bisschen angelehnt, so wie die Musik. Das ist so ein bisschen 90er Techno, ein bisschen futuristisch aus damaliger Sicht. Und genauso ist es auch mit den Videoanimationen, mit den Video-Setups. Es hat so einen urbanen, grafischen Touch, was hervorragend zu meinem Techno passt. Ja, und das versuchen wir eben ein bisschen auf die Bühne zu bekommen. Riesengroße Leinwände und Techno dazu. Das Video erlaubt mir aber auch Musik zu spielen, die ich sonst nicht spielen kann. Wenn ich in einem Club spiele, fragen die Leute nach 2 Minuten, wo bleibt die Bassdrum? Und dadurch, dass man ein Video hat, sind die Leute kurzzeitig abgelenkt und kriegen vielleicht nicht gleich mit, dass die Bassdrum gerade nicht an ist und können sich kurz aufs Video konzentrieren, bevor wieder der Zwang entsteht, eine gerade Bassdrum zu hören oder so. Und es ist dann immer so eine Spielerei unterstützend, dass ich auch ruhigere Sachen spielen kann, gebrochenere Sachen spielen kann, ohne dass das gleich so nicht mehr funktional klingt, sondern es ist immer noch passend für den jeweiligen Dancefloor. Alles verwirrend sein. Es darf nicht immer alles auf den Punkt sein. Man darf sich nirgendwo so richtig festhalten können. Ja, und es ist ja auch so, dass in all den Jahren dieses Pseudonym, schätze ich, als wichtigstes herausgestellt hat. Zumindest gibt es das jetzt schon am längsten, seit 2003. Und es ist aber auch so, dass ich ja so ein bisschen auch mit den Pseudonymen, mit den Titeln und so immer spiele. Und es ist ja auch so, dass das neue Album, das Final Experiment heißt,
ja auch schon vorher als Trackname vorgekommen ist. Mein kleines Label heißt auch The Final Experiment. Und das ist das, was eben Spaß macht. Und das behalte ich mir auch immer noch vor, das so zu machen, wie ich es will. Manchmal setze ich mich absichtlich selber vor die Tür, um neu anfangen zu müssen. Man muss sich auch mal selber im Weg stehen, um zu merken, wann es irgendwie nicht weitergeht und wann man wieder woanders anfangen muss. Das ist ganz klar. Ich möchte alles unter Kontrolle haben. So sieht's aus. Also ich habe bis jetzt nicht jede Platte, vielleicht 99,8% aller gestempelten Platten habe ich selber in der Hand gehabt und habe die gestempelt. Und genauso soll es auch bleiben. Warum auch nicht, auch wenn es harte Arbeit ist manchmal und extrem langweilig. Aber es ist eben meins. Das ist mein Techno, mein Techno-Universum.